Während der Evakuierung Ruhe zu bewahren. An die Bevölkerung ergeht die Aufforderung, während der Evakuierung Ruhe zu bewahren. Alle Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren werden aufgefordert, sich zur Evakuierung im nächstliegenden Sektor einzufinden. Du musst gehen. Die Kinder, die mit ihren bereits infizierten Eltern in Berührung kommen, für uns ist es zu spät, Judy. Du musst vernünftig sein und dich in Sicherheit bringen. Tu es für deine Mutter. Ich wiederhole. Und für mich. Nein! Bring dich in Sicherheit. Nein! Hey. Was ist los? Ich habe schon wieder diesen Traum gehabt. Meine Eltern, sie waren da. Hier, im Haus. Als wäre es gestern gewesen. Die Kinder, die mit ihren bereits infizierten Eltern in Berührung gekommen sind, werden zuerst evakuiert. Ich wollte nicht weggehen. Ich wollte sie nicht im Stich lassen. Aber ich konnte auch nichts für sie tun. Judy, niemand konnte irgendwas tun. Komm jetzt. Wir müssen los. Die Roosters sind unterwegs. Wir sind hier nicht mehr sicher. Wir sind nirgendwo sicher, egal wo wir hingehen. In Sektor 10, da... haben wir vielleicht eine Chance, Trudy? Ich habe gehört, da wären nur Streuner und Nomaden. Wir müssen es schaffen. Ich will da aber nicht wieder hin. Da sind die Lokos. Wir müssen es wenigstens versuchen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen uns irgendwo verstecken. Vielleicht ein Sonntagsausflug. Ist heute Sonntag? Keine Ahnung. Runter mit dir! Die sind anscheinend doch nicht hinter uns her gewesen. Es sei denn, sie wollen spannend machen. Die Lokos stehen auf Überraschungsangriffe. Wo ist er? Lex! Vielleicht hast du ihn falsch verstanden. Bist du sicher, dass wir uns hier treffen wollten? Oder es war eine andere Zeit? Solche Typen haben doch keine Uhr, oder? Sei ruhig. Ich muss nachdenken. Ja, Sandra, lass den Mann nachdenken. Wenn er nachdenkt, fällt ihm vielleicht noch so ein toller Plan ein. Ich komme mir hier vor wie eine Zielscheibe. Wer weiß, was gleich passiert? Haltet die Klappe, verdammt nochmal.
Sud wird sein Wort halten. Und wo bleibt er dann, der sagenhafte Anführer der Locos? Du hast doch die Sirene gehört. Sirene? Das können alle möglichen Gangs sein. Vielleicht waren es die Demon Dogs, das ist ihr Revier. Oder die Hoosters, die hängen doch alle hier rum. Dieser Sektor ist Gefahrenzone. Die ganze Stadt ist Gefahrenzone, falls du es noch nicht geschnallt hast. Ja, komm schon, Schweinchen, hau rein. Wenn du fertig bist, kommst du auf den Grill. Oder? Willst du noch mehr? Kannst du haben. Ist lecker, was? Wenn wir das Auto klauen, sind wir in einer Stunde aus der Stadt raus. Vergiss es, die haben überall Beobachtungsposten. Wir bekommen nur... Dell, guck mal. Die werden sie sich schnappen. Was macht sie da ganz allein? Sie ist eine Streunerin. Meinst du das kleine Mädchen oder die Katze? Du kennst die Regeln, Amber. Kümmere dich um dich selbst. Aber es gibt von jeder Regel auch eine Ausnahme. Schnell! Komm her, mach schon! Beeil dich! Na komm! Mieze! Jetzt ist es nicht mehr weit. Wenn wir keine Pause machen, dann können wir uns in der Stadt ein Versteck suchen, bevor es dunkel wird. Sie kommen. Was ist los, Glenn? Du hast doch nicht etwa Schiss, oder? Ich will wissen, was für ein Deal du mit Sud hast. Was meinst du damit? Sei doch nicht so blöd, Sandra. Glaubst du wirklich, die Locos nehmen uns freiwillig in ihre Gang auf? Soll ich dir sagen, wie das ablaufen wird? Unser guter Freund Lex wird zur Gang gehören, da wette ich mit dir. Und der Rest von uns muss ich allein durchschlagen. Jeder, der was dagegen hat, kann Abgang machen. Und zwar sofort. Und wie weit würde ich kommen, bevor die Locos mir den Rest geben? Zusammen mit dir und deiner kleinen Barbie-Puppe? Hört auf damit! Ryan! Tu doch was! Sie sind da. Hast du nicht gesagt, sie kommen allein? Ein Begrüßungskomitee? Die wirken aber nicht besonders freundlich. Das Reden überlasst ihr mir. Von mir aus? Du hast doch nicht etwas Schiss, oder, Lex? Sud, ich dachte schon, du kommst nicht. Ich denk mal, Pünktlichkeit ist nicht dein Ding, hä? Tja, meins auch nicht. Zeit ist out. Total veraltet. Jetzt machen wir die Regeln, stimmt's? Was ist da drin? Stell dir vor, das wollte ich dir gerade erzählen. Walkie-Talkies, CD-Player, Batterien, alles Mögliche. Was zu essen? Wir haben gerade genug für los, uns. Los, her damit. Warum willst du zu den Locos gehören? Ihr habt die besten Outfits von allen Gangs. Ihr reißt es echt raus. Ihr seid wirklich... Was? Seid wirklich was? Ihr seid skandalös. Wir sind was? Wir machen Abgang. Schweine wollen abhauen. Rück sie zurück. Na los, schnappt sie euch. Hab keine Angst, wir tun dir nichts. Wie heißt du? Ich bin Amber und das ist Dell. Wir sind Freunde. Hast du auch Freunde? Ein Bruder oder eine Schwester? Sie versteht dich nicht. Lass uns gehen. Sie braucht Hilfe. Wir brauchen alle Hilfe. Das ist doch nichts Neues. Tut mir leid, Amber. Aber wir haben doch abgemacht, dass wir heute abhauen, wenn es dunkel wird. Du hast mir gesagt, dass nichts dazwischen kommt. Schon vergessen? Wie soll das gehen, wenn wir die auch noch mitschleppen?
Ich wette, ich weiß seinen Namen. Teddy, habe ich recht? Mhm. Und wie heißt du? Chloe. Was machst du denn hier, Chloe? Spielen. Dürfen wir mitspielen? Wenn ihr wollt, aber die Schaukel ist immer besetzt. Patsy und Paul lassen mich nicht drauf. Aber das ist eine Rutsche, mit der wir spielen können. Ja. Ja, das machen wir vielleicht. Du musst ohne mich gehen. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Das war mir schon klar. Wir bleiben auf jeden Fall zusammen. Komm schon weiter! Schnappen Sie uns! Klettern darüber! Mal rein! Weiter, komm schon! Lex, was soll der Scheiß? Das ist nur wieder einer von meinen tollen Plänen! Oh, Glenn. Viel Glück, mein Freund! Weiter! Wo bleibt Glenn? Sie haben ihn geschnappt, wir können ihm nicht mehr helfen! Sandra, wir müssen uns in Sicherheit bringen! Glenn würde auch wollen, dass wir das tun! Los, komm!